Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Peacemaker, das ist GTA 5. Eigentlich wollte ich ja, Fall Guys spielen, aber das Warten hat mir zu lang gedauert. Normalerweise geht das schneller, vielleicht sind zu viele online oder zu wenig, ich weiß nicht. Ja, blöd auf jeden Fall. Jetzt habe ich mir gedacht, machen wir halt GTA. Und wir sind natürlich jetzt, weil ich ja schon alle möglichen Sachen habe, in einem Online-Server, wo andere auch sind. Da sind andere auch. Und ich weiß nicht, was wir machen. Wie gesagt, das war eher spontan. Schauen wir mal, was man da machen kann. Okay, da muss ich nur noch die Fahrzeuge Ausschau halten. Ich weiß schon wieder. Gut, das heißt, da machen wir nichts. Ah, jetzt habe ich wieder A drückt. So, steh auf. So, mein neues Outfit. Voll geil. Wir haben auch Arena War Fahrzeuge. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, weil ich die ganze Zeit beschäftigt war. Ja, schauen wir mal. Wo bin ich da? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich bin in meiner Werkstatt. Ja, wir haben auch eine Werkstatt. Aber ihr seht, da steht noch nicht viel. So, jetzt muss ich mich wieder abmelden, weil sonst komme ich nicht heil dort an, wo ich hin will. Ja. Falsch. So. So. Das war der erste Streich. Doch der zweite folgt zugleich. So, passt. Ich würde sagen, ich starte dann vielleicht ein Rennen oder sowas, weil wir haben ganz viele coole Autos. Und die habe ich alle noch nicht getestet auf irgendwelche Rennstrecken. Heute dauert es überhaupt lang, ne? Na, da passt, sind wir schon da. So, wo ist mein... Das steht da oben. Das ist übrigens auch neu. Das habe ich zu meiner Motorradsammlung dazu geschmissen. Also eigentlich steht es ja immer im Avenger drin. Nein, im Terabyte steht es drin. Aber ja, ich fliege halt gern mit dem Ding durch die Gegend. Es geht ziemlich schnell mit dem. Mein Passivmodus endet schon wieder, das finde ich toll. Das heißt, wir fahren gleich einmal da auf den Berg rauf. Da wird mir auch keiner aufschießen, es sei denn, er hat ein Flugzeug. So, und schleichen uns gleich auch da. Ich höre schon die Explosionen in der Ferne. Aber ich habe eben, schlimmstenfalls habe ich Täuschkörper. Also, und Raketen habe ich auch. Ungelenkt und gelenkt. Also verteidigen können wir uns. Ich habe ja meine Karte am Arsch von, meine Basis am Arsch von Los Santos gebaut. Was für meinen Grund, da hinten ist fast nie wer unterwegs. Die sind alle in der Stadt und machen ihre Kacke in der Stadt. Also da ist man meistens ungestört. Wir können eher mal schauen, ich habe ja auch meine alte Handbahn wieder aktiviert. Dann werden wir als erster hinfliegen, weil die das nächste ist. Oh, wartet, sie muss ein Radio abdrehen, sonst habe ich wieder Beschwerde am Hals. Weil ich habe neulich beim GTA 5 eine Beschwerde gemacht. Ich
überlegt, was das sein könnte. Warum? Warum habe ich eine Beschwerde? Ja, und das kann nur an dem liegen, weil von anderen Videos kenne ich, dass die da immer, dass die da immer den Radiosender ausschalten. Und jetzt mache ich das auch, damit das nicht öfter vorkommt. Ja. Schauen wir, ob wir schon was zum Verkaufen haben. Dann machen wir das gleich. Nein, ist noch leer alles ziemlich. Ich habe nämlich erst verkauft. Ja, und die Bunker habe ich eigentlich auch erst gemacht. Also ich würde sagen, wir schauen noch in unser Musik-Dings. Ah, wartet, die Gaming-Score habe ich ja auch. Also ich habe alles. Ich habe alles, was ich brauche. Und auch genug Verteidigungsautos und so. Ich habe auch für die Verwandlungsrennen fast jedes Auto. Das finde ich sehr gut. So stehen die Chancen höher, dass ich vielleicht als Zweiter oder als Dritter durchs Ziel schaffe. Erster werde ich sowieso nicht, weil es da immer einen gibt, der ist auf Level 1000 irgendwas und der zieht da durch, als würde es keine Kurven geben. Uah, da darf ich nicht drüber fliegen. Wunderschöner Ausblick, oder? Ja, das ist so schön, ja, ich finde, das ist so schön, ich sag das auch, wie schön das ist. Kann das eigentlich auch über Wasser fliegen? Ja, voll. Au, hey. Puh. Ja, da hast du den anderen Player. Wow! Ich schieße ihm gleich ab, auch nicht. Genau dazwischen durch. Yes, man, au weh, normalerweise reißt er das Schild. So, ich bin schon zweit. Ich muss da rüber. Rüber! Oben drüber! Uah. Na, das wird ja ganz schön schnell. Miau, miau. Dort müssen wir hin. Wieder zurück in den Terabyte mit dir. Wow! Sag mal, was ist mit dir?
Hoppala. Na, ernsthaft. Ist jetzt die Urpenner. Haha. Sie kommen. Sie kommen, um mich zu holen. Aber sie werden mich nicht finden. Niemand wird mich finden. La 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 la. So, jetzt warten wir, bis der Stern weg ist. Das sind übrigens unsere Oldtimer-Autos. Ich habe auch einen 1er Golf, Schatz. 1er Golf. Cool, oder? Man, es steht nicht VW vorne drauf. Ich habe ein bisschen hergerichtet. Aber ich habe einen 1er Golf. Ich habe auch einen, der schaut aus wie der Honda CRX. Also jetzt nicht mehr, weil ich ihn hergerichtet habe. Honda CRX. Da haben wir einen Honda Civic. Da haben wir einen Opel Corsa. Ja, ja. Die haben nur die Rechte nicht gekriegt. Aber ausschauend um die Autos gleich, den kann ich nicht identifizieren. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ein älterer wahrscheinlich. Da haben wir einen BMW mit Audi-Zeichen. Auch nicht schlecht, oder? Das ist das Spaßmobil von Wayne's World. Da haben wir einen fetten BMW. Ja, der ist geil und da habe ich auch noch einen BMW. Na, was sagt man dazu? Aber die heißen halt nicht so. Er erinnert mich an einen Mitsubishi 3000, SG3000. Deswegen habe ich ihn genommen. Oder alter Pontiac. Eher alter Pontiac. So, Stern ist weg. Aber ich würde sagen, start mein Rennen. Wir sehen uns dann, wenn das Rennen anfängt. Weil warten macht keinen Spaß. Bis dann. So, ich habe jetzt gestartet, weil anscheinend will keiner mit mir spielen hat. Aber es macht nichts. Das ist unserer, wir nehmen den. Ja, fahren wir halt alleine. Was soll's? Hoppala, warte mal. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. So, passt. Wo ist eigentlich EU? Sicht uns ja keiner. So, so. Ich habe mir noch nicht testet auf einer Rennstrecke. Mit Gegnern wäre es halt leider gewesen. Schön gelandet. Der Radio schon wieder an. Der bleibt mir drin. Na endlich. Er schaltet schneller als der normale. Das höre ich raus. Das ist halt. Da
dass keine Gegner da sind. So werden wir es natürlich ganz genau testen. Aber ich glaube, die sind alle blöd auf dieses Formel 1, ne, mit den Rennautos. Aber da bin ich so schlecht, das will ich euch nicht sagen. Ihr könnt es euch gern wünschen, dass ich Formel 1 Rennen fahre. Müsst ihr es nur in die Kommentare schreiben, aber ich bin so schlecht. Ich glaube nicht, dass ich das wer anschauen will. Ausgerüstet wären wir, aber ich traue mich nicht. Mich überrundet dann immer der Erste und das ist richtig peinlich. Ohne Scheiß. Ja, viel schneller ist er als der normale Standard, den du da kriegst. Man kann Fallschirm. Da lass mal durchfliegen. Kenne ich gar nichts. Aber die Strecke ist geil. Ich würde es halt gern mit Gegnern ausprobieren. Mit Mau keiner mag mit mir spielen, was ist denn das? Ich bin so traurig. Ja, aber so kann sich wenigstens jeder mal ein Bild über die Strecke machen. Schön, oder? Rot, grau-weiß. Was vergessen zum Springen. Hey, ich bin Erster, wer hätte das gedacht? Servus. Ja, wenn wir schon da sind, oder? Ja. So, gefällt uns gut. So, was probieren wir als nächster? Probieren wir als nächster Deluxe, ne? Oder probieren wir noch einmal Winner? Die steigen wir sowieso nicht an. Wir haben auch einen Blazer Aqua. Probieren wir den aus. Wir sehen uns dann, wenn das Rennen anfängt. Wie gesagt, es ist einfach nur traurig. Es will keiner mitspielen. Es ist einfach traurig. Was soll ich dazu sagen? Keiner mag spielen. Ja, fahren wir es halt wieder alleine. Was soll's, was soll's. Schaut lustig aus mit dem Sanitäterkampf, oder? Sani! Ja, übrigens, das ist mein Blazer Aqua. Habe ich auch noch nicht getestet. Schauen wir mal. Der startet schon mal schneller als der normale. Er hört sich auch ganz anders an, finde ich. Der kommt da auch viel besser rauf. Boah, bei dem muss ich sogar vom Gas runtergehen. Ist sehr geil. Habe ich gut getuned. Yeah, der ist echt viel besser als die Standarddinger, was wir da geben. Jetzt weiß ich, warum ich da meistens keine Chance habe. Der liegt viel besser in der Kurve, den treibt das Wasser nicht so nach zurück. Der nimmt richtig Geschwindigkeit auf, voll cool. Geiles Teil. Und er verwandelt sich auch viel schneller. Ach scheiße, ich habe 3 Runden eingestellt da. Oh, ist
er schon wieder das Radio an. Verdammte Kacke. Ich muss das ausstellen. Jetzt habe ich schon geglaubt, jetzt bald einen Kreis. Ja, eins fällt mir noch ein, was wir machen können. Wir gehen einfach auf Renneinladungen. Schauen wir mal. Das sind dann meistens ein paar drin. Machen wir das schnell zu Ende. Die Runden, sehe ich gerade, sind eh nicht so schlimm. Ein bisschen was über 2 Minuten. Nein, ich bin die Kurve einfach scheiße gefahren. Vorher. Oh, hätte ich jetzt übersehen. Ja, die Gegner fehlen. Die Gegner fehlen. Das ist so ein I'm a poor lonesome driver. Meine Fresse. Ich sag's euch, ich verstehe das nicht, weil wenn ich auf die Einladungen eingehe, komme ich meistens, vielleicht warten sie schon seit Stunden. Das, wow, what the fuck, was mache ich da? Das ist, wenn man zu viel redet und nicht spielt, dann passiert sowas. Ja gut, in dem Fall kann ich jetzt froh sein, dass keine Gegner da sind, weil das hätte mich sicher 3-4 Plätze zurückgeholt. Garantiert. Aber dennoch ist ein bisschen fad. Schauen wir, vielleicht lappe ich hier aber ein. Wow. Aber man kann trotzdem fast alles mit Vollgas fahren. Also man braucht wirklich fast gar nicht bremsen. Ich schätze mal, die Strecke ist auf das aufgebaut. Wenn du jetzt ein Off-Duties hast, so wie ich, bist du natürlich schwer im Vorteil. Ich sage euch was, ihr habt das nicht gesehen, aber ich werde es wieder da runterfahren. Ha, ha, ha.
So, Gott sei Dank ist diese Schmach vorbei. So, gefällt mir natürlich trotzdem. Aber der Garham will zurück an unserem Server. So, wir sind irgendwo im Nirgendwo gespawnt und haben zwar einen Haufen Einladungen gekriegt gleich einmal. Aber alles heißt Missionen. Ich meine, wir können noch eine Heist-Mission machen. Ich will nur die Leute nicht enttäuschen, die auf mich setzen in der Heist-Mission. Versteht? Also mal schauen, was wollte ich jetzt nachschauen? Irgendwas wollte ich jetzt nachschauen, ich hab's nur vergessen. Ah ja, genau, ich wollte schauen. Ob das nur dafür heißt, mit Geral, Mission. Kriegsgebiet ist bei Dings verfügbar. Steige das Fahrzeug und erledige die Meriwether Patrouillen, um $20.000 und RP zu bekommen. Naja, das ist ein Stickel weit weg, gell? Ja, da ist ein anderer Spieler. Ob der mich Meier machen kommt? Wer weiß das schon so genau? Und wo ist das Kriegsgebiet? Sag ich, am Arsch von der Karte. Ich sehe es nicht. Deswegen ist es am Arsch. Da fallen Schimpfwörter, bitte, was ist los mit dem? Du, ich sehe das nicht. Da fliegt wer mit dem Motorrad herum, das ich auch habe. Ist das meins? Nein, das ist blau. What the fuck? Ja, ich mache mich da vom Acker, bevor der mich töten kommt. Bitte, töte mich nicht. Ist mir eigentlich eh wurscht, na, was sage ich, am Arsch von der Karte. Zerstöre die Waren. Ich mache prinzipiell so, auch wenn wir die Leute vielleicht möglicherweise bei meinen Transporten nicht sehr nett entgegenkommen. Ich selbst mache das nicht. Ich nehme niemandem die Ware weg. Weil das kostet echtes Geld, das zum Beschaffen und zum Besorgen. Und dann will er das nur von A nach B transportieren. Und plötzlich ist er für alle Spieler sichtbar. Uff. Also das hat schon so seinen Nachteil. Ja. Vor allem, es sind ja nie wirklich wenig online. Aber es sind ja immer ein paar. Tja, ich hoffe, der lasst mich in Ruhe. Der blöde Sack da unten. Aber der ist ja weit genug weg. Achso, ja, das ist ja die Straße da. Ich habe jetzt da hinten auf die Straße geschaut, aber das ist ja die Straße da. Ja, ich muss trotzdem runter, also. Es nutzt nichts. Open Wheel Rennen, ja, da machen wir jetzt nicht. So. Passt. Ihr seht es halt doch, wie schlecht ich bin. Hauptsache ich habe mein eigenes Formel 1 Auto. Das erhöht die Chancen, aber so wie ich fahre, schaut es eher schlecht aus. We have the answers. Oh fuck, es sind nur drei Autos. Meine Fresse, es ist wirklich niemand online heute, oder? Endlich ist bei Fall Guys, also irgendwas hat's da heute. Oh, schau, jetzt tritt noch einer bei, es sind immer vier. Ich muss den Radio wieder ausschalten. Ach Gott. Hört's nicht hin. Hört's weg. Ja, das ist unser schwarzer Helm. Was
Wir nehmen den Helm. Na, wir nehmen den, unsere Maske. Aber das ist kein Helm, wir müssen uns schon an die Regeln halten. So, Gewinnaktion machen wir keine, weil wir werden nicht gewinnen. So, ja, ich bin bereit. Can you compete with strippers and porn stars? How do you learn what men really want? Isn't it time you attended some classes at Nightlight's continuing education? Nightlight's offers courses that will teach you the techniques he's going to expand. Los geht's. Ist wahrscheinlich mit Kontakt, was noch viel schlimmer ist. Ja, voll. Oh Gott, ich hasse es. Aber es war gerade nichts anderes da. Was für ein Sack. Ah, das war einmal zu viel Bremsen. Da stehen Betonblöcke im Weg, verdammt. Wie viele Runden haben wir denn? 4. Mein Auto ist nicht mehr ganz da. 2 von 10. Oh, ich muss in die Box. Aber vielleicht schaffen wir noch die zweite Runde. Bis zur 5. wäre es mir eigentlich recht, dass ich es schaffe. Mir fehlt zwar der hintere Teil, aber es lässt sich trotzdem noch ziemlich gut steuern. Oh, wir sind abgehoben. Das ist sicher nicht so gut. Ich muss extrem vorsichtig fahren. Aber ich glaube, der Vorteil ist, warum da noch keiner mich überholt ist, weil ich eben ein aufgetuntes Rennauto habe. Weil an meiner fahrerischen Kunst kann es nicht gerade liegen. Wieder der Radio, dass man das immer erst zu spät auffällt. Ich werde wieder eine Beschwerde drauf haben, scheiße. Okay, wir riskieren's. Okay, es hat mich keiner überholt, das ist schon mal gut. Ah, es ist einer näher, ich höre ihn. Oh weh!
Formel 1 heute, ha? Schauen, schon verlassen die meisten das Spiel. Das ist immer, wenn die verlieren, gehen sie einfach aus dem Rennen raus, weil sie nicht verlieren können. Und ja, das kostet dann halt Punkte. Ne? Hey, wir sind nicht kupft, das geht. Und der nächste hat das Spiel verlassen. Also das heißt, jetzt fahren nur noch der erste und ich. Nur weil er mich nicht einholt. Ich fahre immer bis zum bitteren Ende. Also wie gesagt, ich habe schon oft keine Punkte für das da kriegt, weil ich einfach zu langsam war. Aber ich höre ihn, also er ist nicht allzu weit von mir entfernt. Kann aber sein, dass es trotzdem nicht ins Ziel schaut. Wie gesagt, normalerweise sind da viel mehr, da hat es halt überhaupt was. Bei Vollgas war ich wirklich extrem lang in der Warteschlange. Ja, yeah, jetzt ist schön, jetzt ist schön. Ich darf nicht immer gleich auf Vollgas gehen nach der Kurve, sonst drehen die Reifen durch. Ja, außerdem ist ja so, irgendwann muss man ja die Strecken lernen.
Vielleicht merke ich es noch dann. Ich habe noch nicht ausgeschalten. Meine Fresse, Scheiße. Das war wieder. Da hätte ich nicht vom Gas runtergehen brauchen, habe ich gerade mir. Ich bin fast gegen die Wand gefahren, weil ich hab die Karte geschaut. Nein, dich. Ich hoffe, ich schaff's noch durchs Ziel. Da rennt ja dann nämlich ein Countdown. Und wenn es innerhalb von dem Countdown, ich glaube 25 Sekunden oder 30 Sekunden, und wenn es nicht schaffst, innerhalb von der Zeit im Ziel zu sein, kriegst du gar nichts. Scheiße, der schaut schon zu. Scheiße, das geht sich nicht aus, glaube ich. Nein, nie im Leben geht 2-1 aus.
Das war ein schlechter Gastgeber. Wenn ich sehe, da sind nur noch zwei, warte ich meistens beim Ziel. Aber nicht so der Depp da. Ich habe sogar das schnellere Auto. So. Wir gehen wieder raus, weil mit solchen Deppen will ich nicht spielen. So. Passivmodus muss man immer schnell aktivieren. Eine Mission will ich keine machen, auch wenn da die Einladungen eintreffen. Und falls mich der Sepp wieder einladet. Batscho, Alter! Vom Bus gerollt. Toll. Also immer schön brav schauen. Open Wheel Rennen. Okay, schauen wir mal. Wenn das wieder der Sepp ist, dann spiele ich. 7x Miguel X7. Ich weiß nicht. Also da. Nein, die ist von Martin selber. Nein. Da bin ich wieder der Host und dann kann ich niemanden einladen. Toll. Ja, es kommen auch keine guten Einladungen rein. Also es ist wirklich heute nicht sehr. Obwohl so viele online sind, oder die scheinen alle irgendwas anderes zu machen. Ganz offensichtlich, weil. Normalerweise müsste es da ja Einladungen regnen. Aber das erklärt, warum, wenn man ein Rennen startet, keiner eingeladen wird, weil die checken das alle nicht, weil da keiner. Na, weil die das nicht weiterleitet. Das ist ja mit meinem Logo von meinem Club genauso. Auf die Autos sollte normalerweise ein Logo drauf sein. Ist es aber nicht. So, was geht da ab? Okay. Auch sehr schön. Auch sehr heiß. Schau, da kommt wer. Nein, da kommt ja keiner. Der hat sich gerade anders überlegt. Ich aber auch. Ich gehe dann in die Richtung. Na kacke, ist das schon irgendwie. Arena War Einladungen auch keine. Nur so heißt Missionen. Aber die will ich jetzt nicht machen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das überhaupt reinstelle, das Video, weil. Sehr viel Action haben wir da dann. Ich meine, das explodiert zwar was gerade im Hintergrund. Aber schauen wir noch einmal, ob wir wem einladen können und beenden wir mit dem Rennen. Wem testen wir? Testen wir in die Luxa. Testen wir in Stromberg, die Strecken kenne ich noch nicht so gut. Ja, ich probiere es wieder und ich würde sagen, wir sehen uns dann Radio aus, wie immer.
Falls wer zugestiegen ist, sehen wir uns dann. Ja, leider ist keiner zugestiegen. Geht mal im Sack. Fahren wir es halt wieder ohne. Was soll ich machen? Das ist unser Stromberg auf jeden Fall. Aber das sieht man. Voll aufgetunt natürlich. Okay. Gehen wir tauchen. Vergessen umschalten. Scheiße. Ah, ich verstehe, das muss ich unten durch. Ah, ich habe das sehr tief genug. Ich glaube, das ist ganz flach, das Wasser. So kann man sich irren, ne? Au weh. Super Alge, okay. Thank you.
Strecke, so gesehen. Aber kriegen wir nichts dafür, weil wir alleine gefahren sind. War cool, der Fall. Machen wir noch eine? Probieren wir es noch einmal. So, wir haben eine Einladung für Stunt-Training gekriegt, die nehmen wir an, das machen wir noch. Und dann war es das mit dem Video für heute. So, es sind Motorräder gefragt, da habe ich einige zur Auswahl. Ja, ich nehme die. Okay, der hat es sehr eilig. Ich habe jetzt nur das gekriegt. Ich glaube, das ist ja das Schnellste, das ich habe. Schau, wie sie alle davon ziehen. Oh, weh. Ja, cooles Duell heute noch.
Das war ein Fehler. Aber wir sind Zweiter, das ist doch auch was. Und der Dritte gleich auf uns folgend. Schauen wir, was die dann als Nächster nehmen. Ah je, er wird es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Oh ja, könnte sich ausgehen. Jetzt kommt er gleich in die Ziellinie. 10 Sekunden hat er noch. Ja, passt jetzt aus. Ja, hat mir gefallen. War super. Nette Strecke. Interessant. Was machen's? Ah ja. Okay, machen wir Sturzflug. Super. Den müssen wir wieder ausschalten. Oh, mit Kontakt. Naja, was sollen wir machen? Ist halt so. Ich hoffe, wir können eins von unseren Autos antesten. Yes, man, können wir. Welchen nehmen wir uns? Ich habe so viele. Ah nein, das sind nicht meine. Okay, dann nehme ich den. Das ist cool, dass der immer so startet, aber der sollte den Leuten Zeit zum Auswählen geben. Au weh! Wir sind mit Ärm los. Du Sepp! Verdammte Kacke! Fahr ich doch volle Wäsche gegen die Wand? Ist das die Möglichkeit? Aber wir sind auf Aufholjagd. Vielleicht holen wir es noch ein vom Ziel. Ich hoffe, der ist noch nachkommen. Was, da vorne ist schon der Erste, das war der Zweite. Das war doch der Dritte, oder? Achso, vielleicht hat es den Dritten rausgehauen. Nein, nein. Boah, war das knapp. Bist du wahnsinnig? Thank you.
wir sind Zweiter schon wieder, alles gut. Okay, der wollte nicht mehr. Ich frage mich, was sich das bringt, was die da machen. Dass irgendein Glitch ist oder sowas. Ah, oh, weh, der hat auf mich gewettet. So, für uns war's das. Wir hören auf für heute. So, wieder in Los Santos angekommen. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe auch wenn die ersten paar Rennen einzeln waren. Alles Liebe. Alles. Achso, ja. Vielleicht schaffen wir beim nächsten Mal Vollgas. Schauen wir mal. Oh, oder wir spielen Tony Hawk. Je nachdem, wie es ausgeht. Alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker.